Seit Freitag, den 4. Oktober 2013, ist die Vorarlberger Museumswelt um eine Attraktion reicher. Der sogenannte Wohlerschopf wurde zur Fahrzeughalle der Feuerwehr umgebaut und ist an diesem Abend feierlich eröffnet worden. Spektakulär und imposant präsentierte sich die neue Fahrzeughalle den zahlreich erschienenen Gästen. Welcher Aufwand damit verbunden war, um die Fahrzeuge derartig in Szene zu setzen, erfahren wir vom Projektleiter und Bezirkskommandant Manfred Morscher. Manfred Morscher, jetzt steht man hier, die Eröffnung ist sehr stilvoll auch über die Bühne gegangen. Totale Begeisterung haben wir noch gesehen. Was geht jetzt in einem vor nach über 2000 Arbeitsstunden und so viele Kollegen, die mitgearbeitet haben, dass alle so begeistert sind? Ja, wir haben sehr viele Stunden geschafft, ehrenamtlich, und was in mir vorgeht, ich bin einfach begeistert. War das schwer, die Feuerwehrautos hierher zu bringen? Aus Koblach, aus Schwarzach habe ich gesehen. Die Feuerwehrfahrzeuge sind gesammelt worden, und was uns wichtig war, dass man die Fahrzeuge nur aus Vorarlberg kennt. Also alle Geräte, die dahinter stand, sind in Vorarlberg in Betrieb gewesen. Wenn man jetzt hernimmt, eine feine tonische Linie ist da auch drin, eine feine Note. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Beistand auch gekriegt, also die Feuerwehrler. Ja, natürlich. Unsere Architektin, die Heike Schlauch, hat uns sehr viel Ideen eingebracht. Und natürlich der Kollege, der Detlef aus Berlin, ein sehr angenehmer Typ, der hat uns sehr unterstützt. Wird allmählich zur Museumsmetropole. Jetzt haben wir da eine neue Eröffnung. Was sagen Sie zu dem Ganzen? Metropole würde ich nicht sagen. Es ist ein Baustein in der Museumslandschaft in Vorarlberg. Ich freue mich, dass im Frastanz auch etwas hier in dieser Form geschieht, dass unser Beitrag tatkräftige Mitarbeiter gefunden hat, ehrenamtliche Mitarbeiter, dass das Landesfeuerwehrmuseum hier in Frastanz ist, neben den anderen 6 Museen, die wir auch aufbauen. Wenn man aber hernimmt, über 70 freiwillige ehrenamtliche Mitarbeiter von der Feuerwehr und Kollegen, über 2000 Arbeitsstunden, die man hier investiert hat, neben den Förderungen, die es gegeben hat, etwas Beachtliches. Grundsätzlich muss man dazu sagen, Förderungen sind das eine, das braucht dazu finanzielle Mittel, aber ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit ginge das nicht. Diejenigen, die hier mitgearbeitet haben, haben von dieser Idee sprichwörtlich Feuer gefangen, und daher ist das, glaube ich, etwas, was überspringt, dieser Funken, auf die Vorarlberger Bevölkerung. Man hört überall, da geht es ab, da geht es richtig zur Sache, wenn man erinnern ist, in dieser umgebauten Halle oder restaurierten Halle auch eine sensationelle Geschichte. Ja, das kann man nur sagen. Ich freue mich als Frastanzer sehr. Wir sind jetzt da im Wollerschopf, das ist ein ehemaliges Textilgebäude, wo man hat viel diskutiert die letzten Jahre, wie kann man das nützen überhaupt. Und jetzt entsteht eine Museumswelt in Frastanz und dahinter eine Sammlung von Fahrzeugen und tolle Vorführung. Also man kann nur gratulieren. Das ist toll für die Feuerwehr, das wird Feuerwehrgruppen aus ganz Österreich anziehen, bin ich überzeugt, weil es gibt nicht so viele Feuerwehrmuseen in Österreich. Es ist einfach toll für Frastanz, dass uns gelingt, das Gebäude zu revitalisieren. Und es ist fürs Land natürlich ein toller Akzent im Wallgau, weil es ja nicht nur das Gebäude ist, sondern die Museumswelt insgesamt, wo viele Themen angesprochen werden. Elektromuseum, Rotes Kreuzische oder die Jagd wird sich auch wiederfinden hier. Und das Herzstück natürlich ist die Feuerwehr. Sie hat eine Museumsheimat gefunden. Die Bevölkerung sieht, was Feuerwehr bedeutet, was sich entwickelt, was Sicherheit im Land bedeutet. Es wird eher dazu beitragen, dass sich das Feuerwehrwesen noch stärker in der Gesellschaft bei uns verankert. Und das ist auch in meinem Sinne. Herr Rützler, Sie haben den Urzustand natürlich gekämpft vor der Halle vom Wollschopf. Jetzt hat man so richtig sehr, es war Leben drin, es war sogar Wärme drin, mit dieser architektonischen Feinheit, die man gemacht hat. Was sagen Sie jetzt nach der Eröffnung? Sensationell, was mit Hilfe von freiwilligen Helfern hier entstanden ist. Jetzt werden sicher nicht nur die Feuerwehrleute kommen, sondern für Kinder zum Beispiel ist das auch etwas Besonderes, dass so viele alte Autos quasi in einer Halle stehen und in einem Wollschopf.
wenn man hernimmt, ich glaube, einige Autos sind ja auch von Ihnen. Ja. Selbstverständlich. Dieses Museum ist interessant für Jung und Alt, gerade kleinere Kinder, die schwärmen ja sehr oft für Feuerwehr und Feuerwehrfahrzeuge. Im Museum befindet sich auch das älteste noch fahrbereite Feuerwehrfahrzeug des Landes, ein Opel Blitz, Baujahr 44. Und mit diesem bin ich persönlich vor einer Woche über Arbogast ins Museum gefahren. War es für Sie schwer, als man zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, Mann, wir hätten also eine Idee, das zu machen, die Halle da herzugeben oder zur Verfügung zu stellen? Ganz im Gegenteil, mich freut es außerordentlich, dass dieses Museum entstanden ist. Und wenn man so etwas besitzt, dann besitzt man es ja in Wahrheit nicht. Man verwaltet es eine begrenzte Zeit, um es danach weiterzugeben an jemand, von dem man hofft, dass er es wieder sorgsam behandelt. Und so wurde die neue Attraktion der Vorarlberger Museumswelt im Anschluss an die Eröffnung noch gebührend gefeiert.